Iron, wir haben Iron. 1,9 Millionen. Gold 555.000. Copper 900.000. Tin 1,1 Millionen und 29.000, weil es ja zwei verschiedene Sorten wieder gibt. Das bräuchte, das bräuchte, das bräuchte ich. Ich brauche vielleicht ME-Kabel. ME-Kabel reichen aber die einfach. Ich glaube nicht, dass ich höher gehe. Das wäre ja... Wie viel ist da noch angeschlossen? 5. Das wäre was Gutes für hier. Weil ich nicht mehr viel brauche. Der produziert nur das, das pumpt er da rein. Und dann könnte ich hier sagen... City Chest. So. Pumpt er? Scheint schon. Wie heißt, keine Ahnung, Manulin, aber ich weiß nicht, wie man schreibt da, Mann. Jül. So. Wenn ich Powder darauf stelle, das kriege ich auch hin. Kriege ich da Powder raus? Könnte ich in die Signal packen. Oder in Pulverweise. Okay. Dann ist das Problem jetzt auch schon. Ach komm. Dann werden wir jetzt hier ein anderes Spiel machen. So, nehmen wir die Karten mal raus. Da kommt nachher eine Manualin rein. Okay, wenn das so einfach ist, ist es natürlich gut. Beides auf Tasche, ne? Jetzt haben wir die Hyperwand hier. Das sind Redstone-Furnisse. Kann ich die auch direkt in den Furnace reinpacken? Pulverweise, Induction-Smelter, Sackmüll, Schmelzen, Rockwasher. Aber ich muss doch direkt schmelzen können, oder nicht? Ne, kein Meter. Basic Pulverizer. Oh, dieses Spiel ist nervig. Ist natürlich voll. Ach, das ist Saphir. Ist natürlich voll, ne? Dann von es wird so finden, das sind alles jetzt dann Fördernisse. Was haben wir denn hier noch? Sonnenpulverweiser. Der könnte mit denen jetzt Sender arbeiten. Läuft über die gleiche Leitung, ne? Was habe ich denn hier noch eingespeichert? Okay, das sind das. Eventuell so. Okay, das kommt pulverisiert daraus. Jetzt muss ich nur das andere mir auch einpacken. So. System weiß ja nämlich nicht, wohin damit. Der kriegt keine Funktion, ne? Ne, der kriegt keine Angabe, dass das so rauspumpen soll. Jetzt wollen wir noch das. Komm mal her, komm mal ran, komm mal her. Okay. Die beiden, kann ich die jetzt schon kombinieren? Könnte ich kombinieren. Und dann in die Schmelzer und das wäre geil.
Straße. Gut. Weil ich es auch als Rezept machen könnte. Das heißt, wenn wir so und so kombinieren, das als Rezept machen. Ja, damit. Ich glaube, hier ist wenig drin. Ja, hier ist wenig drin. Das ist okay. Machen wir hier rein. So. Und einen davon und einen davon ergeben den, der wiederum wäre. Das ist wieder ins Inventar. Den kann ich in Pulverreise packen, kann ich den aber auch. Ich könnte ihn hier reinpacken. Würde funktionieren, funktioniert sogar auch, okay. Das heißt, du, mein Lieber, bekommst die. Die Kiste wäre. Komm, mehr Facker. Stellen wir kurz eine neue da auf. Du würdest das hier kriegen. Nee. Items. Extract. Insert. Ach, wir machen es ordentlich. So. Ist okay. Könnt auch die. Ach, wie man's anders. Lal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 
Molten Tin überkippt. Kann man auch ein paar einige Steine herstellen. Mach mal komplett die Smeltery voll. Ich kann das eigentlich mal machen. Hier Tin eingebe. Dann nehme ich mal hier die 29.000 von Wellcraft. Jetzt ploppt er erstmal lange auf, ne? Wenn ich den mal massenweise gebe, ist das okay. 19.000. Vielleicht hier noch ein Hopper. Und ich irgendwann hätte, ich habe glaube ich keinen. Macht man dann Hopper hin und hier das. Ist ja nicht so wild. Und dann lässt man das einmal schmelzen, einmal einlaufen und gut. Hol ich noch einen Hopper. Hopper. Warum hat der gerade Ingots angezeigt? Hopp. Ich weiß nicht, ist okay. Spiel, ich komme. Hopp, hopp, hopp. Da ist Manualin jetzt drin. Wenn er was produziert hat, macht das automatisch. Ist ja auch nicht schlimm. Ein paar Blöcke scannen oder nicht, macht den Kohl auch nicht fit. Okay, wir haben Ölanlage geschafft, wir haben die Smelting geschafft, wir haben ein paar Rezepte eingebaut. Die Programmierfunktion, die Travel Anchor, die jetzt noch nicht funktionieren, aber schon mal stehen. Da vorne haben wir was geschafft. Also haben wir eigentlich einen ganz großen Teil schon geschafft, der funktioniert. Das ist gut. Sagen, das ist wirklich gut. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn euch die ganzen Folgen wieder gefallen haben, wir nähern uns ja langsam auch wieder den 300 Folgen. Dadurch, dass ich immer nur so kleine Folgen mache, aber zwei dafür am Tag. Ist ja natürlich auch was. Wenn euch gefallen hat, dann würde ich sagen, ich freue mich auf eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auf Flash und tschüss!